Das Unwetter und der damit verbundene Starkregen haben in der vergangenen Nacht vielerorts ihre Spuren hinterlassen. Stellenweise drückte das Wasser Gullideckel aus der Verankerung. In Altena und Meckenheim waren Keller und Geschäfte vollgelaufen. Mehr als 40 Straßen wurden überflutet und mussten gesperrt werden. Die B412 zwischen Brohl und Burgbrohl im Kreis Ahrweiler musste diese Nacht ebenfalls gesperrt werden. Dort war ein verstopfter Kanal übergelaufen. Aktuell ist die Straßenmeisterei dabei, die Verstopfung zu beheben. Die B412 muss dafür halbseitig gesperrt bleiben. Wie lange die Sperrung andauern wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.